Es geht jetzt hier um TV und Print im Kampf um die Werbeeuros. Es ist ja gerade vor ein paar Tagen die Werbebilanz für die ersten drei Quartale 2015 rausgekommen. Und um es mal plakativ zu formulieren, TV sorgt für Plus, Zeitschriften dick im Minus. Das Brutto-Plus beim Fernsehen ist 5,1%, das ist ja ganz ordentlich. Und das Minus, speziell jetzt bei den Publikumszeitschriften, liegt bei 3,4% im Vorjahresvergleich. Die Zeitungen, erstaunlicherweise, also mich hat es jedenfalls erstaunt, die Zeitungen sind ungefähr auf Vorjahresniveau, also da scheint sich die Talfahrt ein bisschen verlangsamt zu haben. Aber da wir ja heute jemanden von Bauer hier haben, werden wir nicht über Zeitungen, sondern über Zeitschriften reden. Und was auch noch interessant ist, ist, dass mobile Werbung ein exorbitantes Plus hat im dreistelligen Bereich, aber nach wie vor immer noch nur 1% des Werbemarktes ausmacht. Dann darf ich meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter hier vorstellen. Das ist auf meiner rechten Seite von Ihnen aus gesehen links, Sabine Eckhardt. Sie ist die Geschäftsführerin der Gesamtwerbegruppe von ProSieben Sat.1. Sie ist Head of insgesamt 4 unterschiedlichen Geschäftsbereichen, die ich mir vorsichtshalber nicht alle gemerkt habe. Aber sie haben alle irgendwas mit 7-1 zu tun, was mich immer so ein bisschen an 7-Up erinnert. Aber damit... Da kommt es, glaube ich, nicht her. Sie ist jedenfalls verantwortlich für alle für alle Vermarktungserlöse auf allen Kanälen bei ProSieben Sat.1. Und das ist ja schon ein ziemlich großer Bereich, den Sie da haben, für den es ja dann auch irgendwann noch einen schönen Titel gibt. Und zu meiner Linken, Markus Sott. Das ist, weil ich mir den Namen zuerst falsch gemerkt habe. Ich hatte ihn mir aufgeschrieben als Scott. Als ich dann bei Bauer anrief und fragte nach Herrn Scott, haben die gesagt, kennen wir nicht, haben wir nicht. Dann habe ich mal auf meine eigene krockelige Handschrift geguckt und habe gesehen, aha, das soll Sott heißen. Aber Sie wissen, einmal falsch gemerkt und schon passiert. Also, lieber Herr Sott, Sie sind Director Marketing und Mitglied der Geschäftsführung der Bauer Advertising AG und sind fast ein reinrassiges Bauergewächs. Sie haben so mit der Bravo angefangen, wie sich das gehört, und dann bei Man and Entertainment, das klingt ja auch super, aufgehört, bevor Sie in die Direktorenetage geschritten sind. Und zwischendurch sind Sie mal kurz fremdgegangen bei Gruner und Jahr und waren dort ausgerechnet für Emotions zuständig. Das finde ich auch ganz großartig. Qualifiziert mich, heute hier zu sitzen. Gut. Uns ist aufgegeben worden, wir, beziehungsweise meine beiden Panelgäste, sollen sich hier streiten. Das Ganze heißt ein Streitgespräch. Also versuchen wir es mal, dass Sie sich gegenseitig nicht zu nett finden. Ich sage mal zu Ihnen, Herr Sott, Printwerbung ist besonders gut, weil? Weil sie halt anders und besonders wirkt. Ja, das ist ganz, ganz herauszuheben, wie Print funktioniert. Ich versuche das mal zu vergleichen mit dem Digitalen. Nirgendwo finden Sie Dinge so gut, wenn Sie etwas suchen, wie im Digitalen. Da geben Sie ein und finden es. Problematisch wird, wenn Sie etwas finden wollen, was Sie nicht suchen. Ja, das klingt ein bisschen metaphorisch, aber das ist tatsächlich so. Print gibt Inspiration und Sie kaufen Printmedien, weil Sie sich inspirieren lassen wollen. Und die erhalten Sie auch, weil Sie dann einfach besondere Dinge finden, die Sie nicht erwarten. Also immer noch die große Wundertüte bei Print. Also wie es zum Beispiel der Stern sein will oder... Ja, ich gehe auch ein bisschen mehr in den Bereich Service ruhig rein. Also... Sie müssen ja nicht weit gucken, wenn Sie in Urlaub wollen, dann haben Sie immer vielleicht Ihr Relevant Set. Ja? Die Leute fahren jahrzehntelang nach Mallorca und auf einmal sehen Sie dann Bilder über Kroatien und denken, Mensch, Kroatien, da könnte ich auch mal hinfahren. Und auf einmal fängt man dann an zu suchen, das heißt klassischer Reflex, ich gehe dann ins Internet. Aber Inspiration zu bekommen, das schaffe ich halt nicht im Internet. Jetzt, Kollegin, genau. Ist zwar nicht fürs Internet zuständig, aber das ist halt ein gravierender Unterschied im Vergleich zu digitalen Medien. Ja? Okay, dann machen wir es aber jetzt, Sie sollen nicht fürs Internet antworten, sondern erstmal für das Ursprungsprodukt. Fernsehwerbung ist besonders gut, weil? Weil es unglaublich schnell die größten Reichweiten aufbaut. Und das brauchen Sie einfach, wenn Sie Marken schnell bekannt machen wollen oder auch Abverkauf hebeln wollen, weil wir eine sehr detaillierte Forschung hinter Fernsehwerbung haben. Und damit auch sehr genau belegen können, wie Fernsehwerbung wirkt. Aber das führt jetzt zu weit. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch ein Hauptpunkt neben den schnellen Reichweiten das Thema ist, dass, das werden Sie vielleicht an sich selber feststellen, Bewegbild, also Video. Und da muss man schon den Bogen weiterspannen. Es ist nicht nur TV, es geht auch irgendwann ins Internet.
Bewegtbild emotionalisiert. Ja, kann unheimlich gut Geschichten transportieren, kann unfassbar gut neben den Geschichten auch Marken aufladen. Und das ist neben der großen Reichweite ein sehr starker emotionaler Aspekt. Und den kann eben nur Bewegtbild bringen. Für welche Produkte und für welche Zielgruppen funktioniert Fernsehwerbung besonders gut? Für alle. Also das werden Sie sehen. Wir haben über 850 Kunden bei uns, und ich spreche von Konzernen und nicht von einzelnen GmbHs, die nur wir als Gruppe bedienen. Da wäre es vermessen zu sagen, es ist nur eine Kundengruppe. Aber natürlich gibt es Kundengruppen, die besonders stark auf TV-Fernsehen gehen. Das sind FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Produkte, die, sage ich mal, auch sehr schnell hohe Reichweiten aufbauen wollen. Automotive, Telekommunikation, auch Produktgruppen, die, sage ich mal, über größere Budgets verfügen und auch eine größere Reichweite sehr schnell brauchen. Also wofür funktioniert Printwerbung? Für welche Produkte und für welche Zielgruppen besonders gut? Für alle. Überraschung. Aber für einige natürlich besonders gut, um das mal herauszuheben und auch die Unterschiede herauszuheben. Je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist, desto mehr Hintergrundinformationen man vielleicht benötigt oder hilfreich sind, desto besser funktioniert Print. Das haben einige Branchen sehr, sehr gut erkannt. Ich nenne mal zwei. Das ist Mode Beauty zum einen und der ganze Bereich der OTC Pharma ist ähnlich. Ja? Und mit denen machen wir beispielsweise über die Hälfte unseres Umsatzes. Und da sind wir extrem stark, weil die halt aber auch sehr stark auf Umfelder und auf spezielle Zielgruppen reagieren. Und die brauchen sie halt. Und das liefert Print besonders gut und besser als TV. Ja. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, um das Ganze noch eine Stufe höher zu katapultieren. Printwerbung ist besser als Fernsehwerbung, weil? Weil sie nachhaltiger ist. Fernsehwerbung ist besser als Printwerbung, weil? Weil sie der ROI, den Return of Investment, mit einem Durchschnittswert von 2,6% einfach das nachhaltigere Medium ist. Nun haben Sie beide ja schon angesprochen, und das gilt ja für alle Medien, die es überhaupt gibt, das Interessanteste oder die weiteste Entwicklung gibt es im Bereich Online-Werbung. Was bedeutet Online-Werbung für Ihren Bereich? Wir trennen eigentlich nicht mehr so stark zwischen TV-Werbung und Online-Werbung. Natürlich gibt es Kunden, die ganz klar sagen, wir gehen als erstes ins TV. Das ist, sage ich mal, nach wie vor 90% der Kunden. Und dann addieren wir online dazu. Wenn Sie mich fragen, was es für uns bei der ProSiebenSat.1-Gruppe ganz explizit bedeutet, heißt es einfach nur, dass wir die Kanäle, die wir digital haben, zur Verfügung haben, womit wir auch knapp 9 Millionen Unique User pro Tag erreichen, dass wir dort letztendlich die Inhalte, die wir im TV produzieren, sehr stark verlängern und dort zusätzliche Reichweiten mit addieren, sodass unsere Werbekunden eben größtmögliche Reichweiten erhalten für ihr Geld. Aber auch da ist eben immer sehr genau die Frage, wie sind die sogenannten KPIs, das heißt, was will der Kunde genau erreichen? Geht er stärker auf Abverkauf, geht stärker auf Brand Awareness? Darum muss man so sehr genau schauen, wie man Kampagnen aussteuert. Und was bedeutet das für Bauer? Enorm viel mittlerweile. Wir waren sicher in der Vergangenheit da schwächer aufgestellt, aber in den letzten Jahren haben wir enorm an Zugkraft gewonnen. Wir machen rund 20% unserer Umsätze digital, und da sind wir uns leider auch einig. Wir denken auch mehr in Kundenlösungen und überlegen dann, welches Medium wir jeweils auswählen und in welcher Intensität wir dieses dann belegen. Vielleicht ein großer Unterschied, und das macht vielleicht auch im Moment den Erfolg der Bauer Media Group aus, ist, dass wir uns sehr, sehr genau die einzelnen Kanäle angucken und überlegen, wie sind wir stark. Also man hat ja immer so einen Reflex, ich habe eine Zeitschriftenmarke und muss sofort ins Digitale und diese dann auch als DE dann drin haben. Das ist überhaupt gar nicht der richtige Weg, weil man halt den Algorithmus auch der Suchmaschinen verstehen muss. Und deshalb setzen wir im Digitalen auf Plattformen wie zum Beispiel Wundervibe, welches die größte Frauenplattform in Deutschland ist, ja, mit über 3,7 Millionen Unique Usern. Und das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg, dass wir unsere Marken im Printbereich nicht einfach nur stumpf adaptieren, sondern die jeweiligen Mechanismen uns anschauen und dann überlegen, wie dieses Zusammenspiel läuft. Aber fairerweise in der mittlerweile aus Sicht des Kunden und nicht aus der Sicht des Verlages. Deshalb haben wir auch unsere gesamte Vermarktung dahingehend umstrukturiert und 3/4 unserer gesamten Organisation arbeitet vom Kunden her und nicht von Produktseite her.
Nun gibt es so zwei Buzzwörter, die ich gerne in die Diskussion werfen wollte. Das eine ist das, was heute Morgen schon ausführlich verhandelt worden ist, nämlich digitale Disruption. Da hat Frau Meckel wirklich interessante Dinge dazu gesagt. Und das andere Buzzwort, an dem wir natürlich nicht vorbeikommen, auch wenn es noch gar nicht gefallen ist, was mich ein bisschen wundert, ist Mobile. Was fällt Ihnen dazu ein, spontan? Ja, ein extrem wachsender Markt, ein sehr starker Markt. Wenn Sie sagen, okay, die Customer Journey, das heißt, wo ist letztendlich der Endkunde, der Verbraucher, der meine Produkte, wenn ich jetzt Werbetreibende bin, wo befindet der sich gerade? Und wenn man einfach mal in deutsche Großstädte geht, man muss ja gar nicht immer nach USA gucken und man sieht die ganzen, sage ich mal, jungen Menschen, sage ich jetzt auch schon mal, auf ihr Handy oder auf ihr Mobile. Die Älteren inzwischen auch. Genau, gebeugt Inhalte konsumieren, dann werden wir alle sehen, was das für eine Bedeutung hat in unserem Alltag. Und es ist ein enormes Wachstum und ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass unsere Inhalte, die wir produzieren, denn wir sind ja nicht nur, sage ich mal, in der Vermarktung unterwegs zu sagen, wir haben große Reichweiten und bedienen viele Plattformen, sondern uns geht es ja auch darum, sehr genau zuzuschneiden, was gibt es für Inhalte, die man auf Kunden, und da schließe ich mich schon an, auch wenn es ein Streitgespräch ist, ist es wichtig, vom Kunden her zu denken, welche Inhalte wollen wir dort ausspielen, dann muss man bei einem Mobile Screen ganz anders denken. Und das muss man gleich mit bei der, sage ich mal, Erschaffung der Werbekampagne oder der Idee mit berücksichtigen. Weil wenn Sie irgendwelche Bleiwüsten auf Ihrem Smartphone lesen wollen, es sei denn, Sie haben eine ganz große Version, da wird es schon sehr mühsam. Also, und das Gleiche gilt für Bewegtbild. Das muss man mitdenken. Mobile, Schlagwort bei Ihnen? Ebenso wichtig. Wir gehen das Ding auch etwas anders an, weil wir verstehen uns tatsächlich als Content House. Das ist der ureigene USP. Nicht das Papier, was wir einkaufen, sondern tatsächlich das, was wir drauf drücken, für das letztlich Leute Geld bezahlen. Nicht auf Mobile, aber im Bereich Print. Und von daher geht es von uns darum, dann das die ganze Thema Native Advertising, ich hau das Schlagwort jetzt auch mal rein. Schön, aber dass das Sie ist sagen. Für uns, genau, ja. Aber das ist ein wichtiger Bereich. Das heißt, wenn wir etwas tun, dann versuchen wir das auch da von Kunden- und Produktseite her zu überlegen, wie man da den Dreh hinkriegt. Einzig und allein, weil wir sind nicht der Massenanbieter, sondern der Qualitätsanbieter. Und von daher verbietet sich einfach nur über Display dort zu agieren, sondern ein bisschen tiefer reinzugehen und damit natürlich auch eine ganz andere Werbewirkung zu erzielen. Sie haben gerade gesagt, mobile muss man ganz anders denken. Mobile Werbung ist ja etwas, was uns ganz schnell auch nerven kann, wenn es sich einfach über den Screen drüber legt zum Beispiel. Also wo setzen Sie denn da an? Naja, das ist, glaube ich, eine weitere Debatte. Es ist nicht nur mobile, sondern es ist dann tatsächlich digital, wenn wir sagen, der Nerveffekt von Werbung, wenn man ihn denn so benennen will, der ist uns ja allen nicht fremd. Das heißt, in dem Moment... Fällt halt beim Mobile besonders auf. Genau, aber auch, sage ich mal, wenn Sie irgendwie in Ihrer SEO oder bei Google einfach was eingeben und suchen und Sie sagen, ich will jetzt einen Artikel recherchieren, Sie sind Journalistin und dann kriegen Sie erstmal eine Werbung ausgespielt, die Sie in dem Moment auch nicht erwarten und sehen wollen und Sie müssen sie irgendwie wegklicken. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, okay, das ist jetzt, sage ich mal, in den klassischen Medien anders geregelt. Eine Anzeige ist als Anzeige deklariert, wir haben einen Werbeblock und natürlich haben wir auch Sonderwerbeformen und andere Dinge, die dann als Werbung als solche kennzeichnet sind. Und das ist akzeptiert von dem Verbraucher, dass es Werbung dort gibt. Man versteht, dass das auch ein Bestandteil dessen ist, sage ich mal, Journalismus und Inhalte in Deutschland und auch woanders zu finanzieren. Und das sieht im Digitalen natürlich ganz anders aus. Und dort nervt es in hohen Art und Weise. Darum florieren ja Geschäftsmodelle wie Adblocker im digitalen Bereich bis hin zum Mobile. Und darum ist natürlich der Schlagbegriff Native ein ganz spannender, was ja eine, sage ich mal, ein Unterbegriff ist auch von dem ganzen Thema Content Marketing, dass diese, sage ich mal, Werbeinhalte versucht, anders darzustellen, also von der Marke des Kunden kommend und dadurch auch über Adblocker das ganze Thema umgeht. Das heißt, Adblocker greifen dort nicht, weil das ist ja letztendlich eine Reaktion des Marktes darauf, dass genau auf diesen Devices Werbung stärker nervt. Wie sehen Sie das? Also haben Sie damit ein Problem auch schon im Verlag? Nein, für uns ist es eine Chance. Wie gesagt, das ist genau aus dem Grunde, weil wir besitzen die Möglichkeiten, auch das Know-how und auch die Ressourcen dafür, das tatsächlich umzusetzen. Fairerweise muss ich manchmal über Native schmunzeln. Wenn jemand sich ein bisschen besser mit Zeitschriften auskennt, weiß er, dass vieles, was da im Digitalen diskutiert wird,
wahrscheinlich im Printbereich schon vor 20 Jahren auf dem Status waren. Da geht, glaube ich, deutlich mehr. Aber letztlich geht der Weg dahin, je mehr Adblocker es geht, desto mehr normales Display oder Display-Werbung mehr um die Ohren gehauen wird, desto mehr muss ich schauen, dass ich die Leute in dem richtigen Umfeld erwische. Und von daher, ehrlich gesagt, sehe ich für uns nur Chancen und sehr, sehr wenig Risiken, jedenfalls für uns. Als Haus für andere Printverlage kann ich nicht sprechen, würde aber tippen, dass es ähnlich ist. Aber jetzt nochmal gefragt, will der Nutzer eigentlich so viel Werbung überhaupt, wie wir ihm oder wie Sie ihm um die Ohren hauen? Sie dürfen sich auch mit mir streiten. Genau, ich wollte gerade sagen, ja, jetzt kommen wir in den Dialog, sehr schön. Naja, am Ende des Tages muss man einfach immer wieder verstehen, wie sich Inhalte in Deutschland finanzieren. Und Werbung ist nun mal das Grundgerüst dessen, dass Finanzierung von Inhalten for free möglich ist. Das ist im TV so, zumindest im Privatfernsehen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen sieht das anders aus, da können wir jetzt streiten, als Vertreterin des BRs. Das sieht im Print so aus. Das haben Sie letztendlich natürlich auch im digitalen Bereich. Das heißt, Sie müssen sich genau überlegen, wie viel Erlöse brauche ich, um weiterhin in höhere Investitionen, in Programm, in Inhalte, in Redakteure, was auch immer dazu gehört, zu investieren. Und das steigt ja jedes Jahr. Es wird ja nicht weniger. Also zumindest ist das bei uns so. Und da müssen Sie dann natürlich sehr genau schauen. Sie haben, zumindest ist es im TV so, ein beschränktes Inventar zur Verfügung, was Sie nutzen können für Werbung. Das sind die sogenannten 12 Minuten. Das ist gesetzlich geregelt. Und in diesen 12 Minuten müssen wir letztendlich die Werbung ausspielen und dort auch bestmöglich kapitalisieren. Das ist klar, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Im digitalen Bereich sieht es anders aus, dort ist es nicht geregelt. Das ist ja auch nicht genau, in der Form. Ein Problem für Sie, ne? Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt ein Problem ist. Man muss nur eben genau schauen auf verschiedene Aspekte. Und ich möchte gar nicht Digitales runterreden, aber da ist natürlich der TV-Bereich oder auch in dem Fall die klassischen Medien sind da ganz anders aufgestellt. Wir haben eine klare Werbewirkungsforschung, wir haben klare Regulierungen und darum ist es im digitalen Bereich in der Tat sehr wichtig zu sehen, wo investiert man. Wir investieren ganz stark in hohen Content, das heißt also in guten Content für Bewegtbild. Videovermarktung ist für uns im digitalen Bereich das Entscheidende und Videovermarktung von, sage ich mal, qualitativem, also professionell hergestellten Content und nicht irgendwelchen Hobby-Katzenvideos von irgendjemanden, wo Sie dann daneben Ihre Werbung stellen können. Und der zweite, der Punkt, der natürlich die ganze Branche vor eine Herausforderung stellt, ist, dass sehr viel automatisiert ausgespielt wird. Also ich erinnere mich noch, als die Costa Concordia sank und es war auf allen digitalen Plattformen und daneben hat ein Reiseveranstalter direkt seine nächste Kreuzfahrt. Es ist kein Witz. Und da muss man sich natürlich sehr schnell überlegen, oder was war jetzt die Tage, kam es auf, dass man auf Facebook diese ganzen Hetztiraden hatte zum Aufruf der rechten Gewalt. Das ist ja etwas sehr Besorgniserregendes, was dort passiert. Und im gleichen Atemzug haben sie Pre-Rolls und Post-Rolls von was war es? SOS Kinderdörfer, Aktion Mensch, also verschiedene Institutionen, die dort letztendlich ganz klassisch nach ihren KPIs und möglichst hoher Reichweite, möglichst günstig eingekauft im Digital ihre Werbung gesetzt haben. Okay. So das sind Probleme. So kann man überrascht werden. Ja. Wie ist denn das im Verlagsbereich, wenn Sie jetzt auch vielleicht nicht nur für Bauer sprechen? Also insgesamt gehen ja die Werbeerlöse oder der Anteil der Werbeerlöse wird geringer, auch an dem, was Sie verdienen. Die Abonnentenzahlen sind in vielen Bereichen auch am Sinken. Also brauchen Sie andere Paid-Content-Modelle oder sagen Sie, nee, wenn wir die Werbung nur richtig ausspielen, dann reicht uns das, um qualitativ einigermaßen hochwertige Produkte auch zu finanzieren? Schwierig für die ganze Branche zu sprechen. Wir versuchen von jeher uns Produkte zu kreieren, die erstmal dem Leser gefallen und dem Käufer. Wir machen im Moment 40% unserer Umsätze mit Produkten, die jünger als 10 Jahre sind. Ja. Also auch von daher gibt es für uns eine enorme Innovationskraft. Das kann aber durchaus für uns auch Print sein, ja, weil wir versuchen dort tatsächlich die Nummer 1 zu werden, sowohl national als auch international. Wir haben ein ganz klares Ziel, Nummer 1 weltweit zu werden, weil wir einfach glauben, dass sich die Märkte immer weiterhin zum Oligopol oder Duopol entwickeln. Und das betrifft natürlich dann auch digitale Medien. Nur wir machen das nicht
einfach nur ein Selbstzweck, digital zu machen, sondern es muss auch dort sinnhaftig sein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir im Moment vielleicht auch besser dastehen als alle anderen und auch unsere Geschäftsleitung noch sehr stabil ist, auch im Vergleich zu anderen Printvermarktern, weil wir halt einfach sehr, sehr stark auf das gucken, was wir wirklich können. Und da lassen wir uns auch nicht nervös machen von Trends, die da heißen, dass sich jetzt alles umändern wird. Ich meine, nur ein Beispiel, in Deutschland gibt es Programmzeitschriften, das ist ja ein nationales Phänomen. Der Grund liegt an dem Zweiten Weltkrieg und dem Verlorenen, dass wir nämlich als der Weltkrieg verloren wurde, wurden nur ganz, ganz wenig Medien erlaubt. Unter anderem Hör zu von den Kollegen von Springer und TV Hören und Sehen. Und man hat angefangen, nichts anderes zu machen, sondern sie sollten halt Radio hören, später TV, damit es zentralisiert etwas besser gesteuert werden konnte. Und dann kamen da Rezepte rein und so weiter. Und dieser Trend, der ist immer noch da. 7 von 10 der meistverkauften Zeitschriften sind Programmzeitschriften. So, das ist jetzt. Wird das so bleiben? Oder ist das nicht inzwischen? Das jetzt, es gibt ja inzwischen auch Geschäftsmodelle, die das Ganze online anbieten, wo ich mich sehr viel schneller orientieren kann als Nutzer. Ja, aber ehrlich gesagt, die Programmzeitschriften sind immer noch unglaublich stark. Wir gucken 65 Jahre zurück. Ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht, 5 Jahre nach vorne zu gucken, weil ich nicht weiß, was digital passiert. Von daher bleiben wir da auf dem Punkt wirklich entspannt. Das heißt natürlich nicht, dass wir im Digitalen nachlassen dürfen. Aber Innovation heißt für uns nicht nur digitale Innovation, das, auch wenn es ein Streitgespräch ist, betrifft bestimmt die Kollegen im TV genauso. Es geht darum, die Produkte für Zielgruppen zu machen. Wir sind jetzt in der guten Position, Breite zu haben. Wir können in die Spitze investieren, was deutlich leichter ist. Heute noch ein Massenmedium zu kreieren, das gilt aber für alle Medienbereiche, ist denkbar schwierig. Von daher, ich glaube, es liegt daran, dass die Minuszahlen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, liegt daran, dass schlicht und ergreifend einige mehr oder was anderes sein wollen, als sie wirklich sind. Da helfen auch Reisen nach Silicon Valley nicht wirklich. Am Ende sollte man überlegen, was kann man, was ist man und für welche Zielgruppen ist das? Und ganz ehrlich, wir sind wahrscheinlich einer der größten Paid-Content-Anbieter in Deutschland. Wir machen eine 750 Millionen nur über den Lesermarkt. Am Kiosk. Am Kiosk, ja. Nichts Paid-Content im Internet. Direkt dazu? Stellen Sie Ihre Frage gerne. Okay. Nein, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Oh, okay. Aber meine Abschlussfrage wäre, tauschen Sie doch mal die Jobs. Sie sind jetzt für Print zuständig. Was machen Sie? Ja, ich würde, da habe ich viele Ideen. Also da würde ich jetzt, also grundsätzlich ist bei Print einfach das Problem, und das kann man jetzt auch nicht TV oder anderen Gattungen anlasten, dass sie einfach ihr Geschäftsmodell ändern müssen. Es funktioniert eben nicht mehr, dass man über Anzeigenvermarktung, dermaßen erfolgreich ist. Und das ist bedauerlich, weil Print hat ja einen großen, Wert. Das wundert Sie vielleicht, wenn das jetzt von der TV-Frau kommt. Aber was das Thema Qualitätsjournalismus auch angeht, ich finde die Medienvielfalt in Deutschland großartig. Und dementsprechend möchte ich da gar nicht draufhauen. Aber ich glaube, das Geschäftsmodell, das muss sich grundlegend ändern. Und ob es wirklich Paid-Content ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe alleine in den letzten 6-7 Jahren, und das habe ich, weiß Gott, nicht alleine gemacht, sondern mit wunderbaren Kollegen und tollen Teams, wir haben über 60 Sonderwerbeformen eingeführt. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, Frau Pitzer, um Gottes Willen, noch mehr Werbung. Och. Aber de facto kommt wirklich drauf an, wie gut sie sehr ist. Genaue, zielgruppengenaue Produkte, wo wir sagen, da holen wir den Markt ab, da holen wir die Verbraucher ab in der sogenannten Customer Journey. Und all diese Werbeformen, wenn da nur vielleicht mal 10-20% im Print sich neu entwickeln sicher, dass würde, Sie das ganz toll machen, aber Sie reden großartig. Gerade über Fernsehwerbung. Ich habe Sie nachgefragt, was Sie machen würden. Ich würde das in Print machen. Ich sage davon 10-20% in Print. Wirklich mal zu sagen, es muss man sich natürlich ganz klar abgrenzen von dem inhaltlichen Content. Da bin ich auch ein Verfechter der deutschen Medienregulierung in dem Aspekt, nicht in allem. Aber das muss sich natürlich unterscheiden, was ist Werbung und was ist redaktioneller Kontext. Aber da kann man sehr viel, sehr geschickt machen und auch geschickter machen. Und ich glaube, die Verbindung zwischen digital und Print und auch in Bezug auf Content Marketing, ich glaube, da können wir schon noch mal ein bisschen rüberreisen nach USA und schauen. Nicht alles ist gut, aber da sind ein paar ganz interessante Aspekte. Und jetzt setzen Sie mal den Fernsehhut auf. Schaffen Sie das? Schaffen tue ich es wahrscheinlich. Aber ja, ich würde mich nicht nur auf die Großen konzentrieren. Man merkt natürlich schon, dass das sehr, sehr stark geprägt ist von den großen FMCGs und Tech-Unternehmen. Das ist fairerweise unser Vorteil. Der Mittelstand, der, ich will nicht sagen, er kommt in Scharen zu uns, aber immer mehr, da sehe ich, glaube ich, ein Riesenpotenzial für die TV-Sender, weil die jahrelang sehr stark auf Größe, auf Masse, auf Werbedruck gesetzt haben und hier und da etwas den Mittelstand verloren haben. Das
betrifft bestimmt ProSieben Sat.1 genauso wie andere auch. Ich glaube, da sind wir Zeitschriften etwas verlässlicherer Partner, nicht nur etwas, sondern bestimmt verlässlicher Partner. Sie und sollen das, Fernsehwerbung verkaufen. Und das würde ich dann auch versuchen, rüberzubringen in den Bereich TV. Und wir hätten so gerne regionale Werbung weitergemacht für den Mittelstand in Deutschland. Das aber leider, leider hat Deutschland das nicht zugelassen. Fragen Sie uns mal nach der Kartellbehörde. Ja. Also insofern, und ich will nur darauf hinweisen, wir haben allein dieses Jahr 140 Mittelstandskunden nur ins TV, also bei ProSieben Sat.1 gebracht. Also, ich darf dazu sagen, das Thema regionalisierte Werbung sollte eigentlich unser Thema sein, aber aus dem die Politik es gerade mal kassiert hat, mussten wir uns jetzt über was anderes streiten. Darüber, aber vielleicht da hätten das wir uns streiten gewesen. Können. Genau. Wunderbar. Ich sage vielen Dank, Herr Sott, Frau Eckhardt, für dieses sehr zivilisierte Streitgespräch und Ihnen allen noch eine schöne Zeit auf den Medientagen. Vielen Dank. Dankeschön.